Das geht mir jetzt echt ein bisschen zu weit. Tag zusammen, Jack Pop hier. Ihr habt ewig drauf gewartet, immer wieder ist der Kinostart verschoben worden, aber jetzt ist er endlich draußen, der neue Mortal Kombat Film. In einer der Hauptrollen sehen wir da Mekkat Brooks als Jax Briggs. Hey, big boy! Und er ist wie alle anderen Mortal Kombat Charaktere natürlich ziemlich krass drauf. Er hat nämlich so bionische Arme und die nutzt er, um seine Gegner auf sehr kreative Art und Weise zu töten. Yeah, these motherfuckers work. Aber hey, wir sind Science vs. Fiction, wir wollen es ganz genau wissen. Deswegen checken wir heute die Moves von Jax Briggs mit einem Profikampfsportler und meinem Lieblingsphysiker Henry. Okay, lass mal mit dieser Brutality hier starten. Da drückt Jax mit seinen Armen so lange auf den Kopf des Gegners ein, bis dieser dann am Ende platzt. Sieht super ekelhaft aus und auch sehr anstrengend. Aber wenn wir jetzt rausfinden wollen, ob dieser Move generell möglich ist, dann müssen wir erstmal wissen, bei wie viel Krafteinwirkung so ein menschlicher Schädel eigentlich kaputt geht. Und das kann uns nur einer beantworten. Henry, sag mal, wie stark muss man dafür sein? Na Jack, so einfach ausrechnen kann man das gar nicht, weil der Kopf ist keine Kugel, sondern er hat eine relativ komplizierte Geometrie und außerdem ist der Schädelknochen an verschiedenen Stellen auch noch unterschiedlich dick. Das heißt, die Stirn zum Beispiel ist dicker als die Schläfen und wie sich da die Kräfte verteilen, das ist ziemlich kompliziert. Ausrechnen kann man es nicht, man müsste es halt mal ausprobieren. Okay, ja, dann probieren wir das halt aus, beziehungsweise wir lassen das ausprobieren. Und zwar von den Leuten hinter dem ziemlich abgefahrenen YouTube-Kanal Hydraulic Press Channel aus Finnland. Die legen alle möglichen verrückten Sachen unter ihre Presse, sogar die Adamantium-Klingen von Wolverine. Die sind also die Experten, wenn es ums Zerquetschen geht. Und wir haben die mal gebeten, einen ballistischen Schädel zu testen. Also einen nachgebildeten menschlichen Kopf, der unserer Anatomie schon recht nahe kommt. Und die soll mal für uns gucken, wann der zerplatzt. Aber bevor ihr euch das jetzt reinzieht, sagt mir doch mal, denkt ihr, es sind eher so 50 Kilo Belastung oder eher so 1000? Gebt mal euren Tipp in den Kommentaren ab. So, jetzt haben wir einen Wert. Bleibt halt die Frage, ob ein Mensch überhaupt so viel Kraft aufbringen kann. Und das finden wir jetzt raus mit einem, der ordentlich austeilen kann, nämlich Boxtrainer und YouTuber Ferhat Öztaş. Ferhat boxt schon seit 17 Jahren und vor einem Jahr hat er eine Online-Boxschule gegründet. Die alten Rocky-Filme, die kann er sich nicht anschauen, die sind technisch zu unrealistisch. Dafür aber Superman, denn Fliegen, das wäre seine liebste Superkraft. Ferhat, schön, dass du da bist, freue mich. Ja, danke für die Einladung, Jack. Voll gern. Ich habe mich schon passend angezogen, ich habe nämlich heute die Lauchsocken an. Sehr gut. Ferhat, hast du selber mal Mortal Kombat gezockt? Gezockt nicht, aber ich kenne das von ganz früher noch, habe ich das gesehen, ja. Was ist dein Lieblingscharakter? Ich fand immer den Scorpion richtig cool. Aber der ist auch mies. Ja. Der ist auch mies. Wir gucken uns mal Jax Briggs an und dafür habe ich was mitgebracht. Und zwar eine Personenwaage. Das sieht jetzt nicht ganz so professionell aus, aber jede Waage ist auch ein Kraftmesser. Und um zu schauen, wie viel Kraft du jetzt zwischen den Armen hast, würde ich dich mal bitten, das in die Hand zu nehmen und dann einfach mal fest dagegen zu drücken. Ich zähle runter. 3, 2, 1, let's go! Oh, 80! Das waren 80. Wie viel hatte ich vorhin? 50, ne? Lächerlich. Okay, Ferhat, du musst mal feststellen, wir sind meilenweit weg. Also, das haut zum Glück, muss man ja sagen, nicht hin, oder? Dieser Move ist komplett unrealistisch. Vielleicht schafft es ja jemand von euch. Vielleicht seid ihr ja krasser. Probiert es doch zu Hause mal aus. Nehmt so eine normale Personenwaage und wenn ihr eine digitale Waage habt, dann packt doch so ein Küchenbrett drunter. Dann stehen die vier Füße nämlich auf einem festen Untergrund. Und dann schreibt mal in die Kommentare, wie viel ihr geschafft habt. Aber to be fair, Jax Briggs ist natürlich kein Mensch wie jeder andere. Der hat diese super krassen bionischen Arme und mit denen könnte er natürlich viel mehr Kraft aufbringen. Das ist gar nicht so weit hergeholt, denn die Firma Raytheon, die hat für die US-Armee diese hochtechnisierten Kampfanzüge hier entwickelt. Mit denen kann man locker 90 Kilogramm über einen längeren Zeitraum heben, ohne dabei Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Das funktioniert, weil die menschlichen Muskeln hier durch eine ganz ausgeklügelte Hydraulik unterstützt werden und die Kräfte clever verteilt werden. Und das gibt es natürlich nicht nur im militärischen Bereich, denn Exoskelette mit mechanischen Armen, die werden auch in der industriellen Produktion eingesetzt, um die Arbeitenden dort zu unterstützen und zu entlasten. Das haben wir auch schon mal so ähnlich gesehen, nämlich als wir den Anzug von Iron Man besprochen haben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, die Folge, die verlinke ich euch hier oben.
In der Realität benötigen solche Systeme aber relativ viel Strom und da hat man in der Entwicklung bislang noch keinen Akku gefunden, der länger als ein paar Stunden durchhält. Gut, in der Regel dauert so ein Mortal Kombat-Kampf jetzt auch nicht so lange, aber Jax Briggs, der hat noch ein ganz anderes Problem, denn er hat da kein Exoskelett, also keinen Anzug, den er über seinen Körper drüber zieht, wo alle Teile miteinander verbunden sind und sich gegenseitig unterstützen. Er hat wirklich nur diese beiden bionischen Arme, weil er seine echten Arme in typischer Mortal Kombat-Manier verloren hat. In der realen Welt entsprechen seine Arme also am ehesten einer Armprothese. Und was die jetzt heute schon so drauf haben, das schauen wir uns später nochmal an. Jetzt gibt's hier aber erstmal den nächsten Killer-Move. Round 2. Fight! Es bleibt auf jeden Fall blutig bei uns, denn der Gegner von Jax Briggs, der ist in dieser Szene hier ziemlich arm dran, beziehungsweise arm ab. Guckt man sich an, denkt sofort, was für ein Quatsch. Aber ich lasse mich davon überhaupt nicht beeindrucken. Ich frage trotzdem den Physiker, Henry, sag mal, geht das? Ja, das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, weil wenn wir mal zurück ins Mittelalter gucken, da wurden ja Menschen gevierteilt. Das ist ja das gleiche Prinzip. Und Pferde, die bringen Kräfte auf so von ungefähr 40.000 Newton. Und jetzt ist bei Mortal Kombat aber das Problem, dass Jax Briggs kein zweites Pferd hat, was diese Gegenkraft aufbringt, um seinen Gegner irgendwie auseinanderzuziehen. Und würde jetzt Jax Briggs einfach langsam an seinem Gegner ziehen, würde der den einfach wegziehen. Das heißt, Jax Briggs muss sehr, sehr schnell ziehen. Er braucht also eine große Beschleunigung, damit die Trägheit des Körpers seines Gegners ihm hilft, diesen Arm rauszureißen. Das kennen wir von diesem klassischen Beispiel, wenn man eine Tischdecke unterm Geschirr wegzieht. Wenn man das nur schnell genug macht, bleibt das Geschirr an Ort und Stelle, weil es eben träge ist. Und wie hoch die Beschleunigung jetzt sein muss, das können wir mal ausrechnen. So, und dazu nutzen wir den Physikklassiker F gleich mal A. Das stellen wir nach der Beschleunigung A um und setzen jetzt für die Kraft F, diese Pferdekraft, 40.000 Newton ein. Für die Masse nehme ich an, naja, das sind 100 Kilogramm. Der Gegner von Jax Briggs, der sieht schon ziemlich stabil aus. Und wenn wir das ausrechnen, kommt eine Beschleunigung von 400 Meter pro Sekunde zum Quadrat raus. Und das ist schon ganz schön viel. Das ist total irre und heißt, dass Jax den Arm seines Gegners fast 7-mal krasser beschleunigen müsste als eine Falcon 9 Rakete in der Startphase. Und er würde mit dem Arm dann auch noch sofort die Schallmauer durchbrechen. Das heißt, da knallt's dann, oder was? Da knallt's richtig. Aber wenn wir auf die Szene schauen, dann sehen wir das ja nicht. Und dann spielen halt auch seine bionischen Arme keine Rolle mehr. Das heißt, dieser Move, der ist einfach Quatsch. Final Round. Fight! Kommen wir zum letzten Move, ein Klassiker unter den Brutalities, den nicht nur Jax Briggs beherrscht. Der Uppercut des Todes, bei dem nicht nur der Kopf des Gegners abgeschlagen wird, sondern gleich noch die ganze Wirbelsäule mit rausfliegt. Auch hier interessieren uns natürlich wieder die wirkenden Kräfte. Das heißt, Henry, du musst noch mal ran. Wie viel Bums braucht Jax Briggs dafür? Also, dass man den Kopf samt Wirbelsäule da rausschlägt, das halte ich für absolut ausgeschlossen, weil an der Wirbelsäule hängen ja noch die Rippen dran. Das alles ist irgendwie so fest im Körper verankert, also das geht nicht. Wahrscheinlicher ist schon, dass man den Kopf vom Sockel von der Wirbelsäule oben abschlägt. Der Kopf, der ist ja nicht einfach oben auf die Wirbelsäule draufgesetzt, sondern er ist ja wie der Arm mit Sehnen und Muskeln und eben auch Haut festgemacht. Und wenn wir jetzt grob ausrechnen wollen, wie viel Kraft man braucht, um diesen Kopf abzuschlagen, da braucht man die physikalische Größe der Zugfestigkeit. Und Sehnen haben eine Zugfestigkeit zwischen 60 und 120 Megapascal. Und da nehmen wir zum Rechnen einfach mal den Mittelwert von 90 Megapascal. Und was wir jetzt noch brauchen, ist die Querschnittsfläche der Sehnen. In dem Medizinbuch habe ich jetzt diese Abbildung hier gefunden. Hier sieht man schön die Ansatzflächen der Sehnen am Schädelknochen. Und diese Ansatzflächen, die müssen wir jetzt ins Verhältnis setzen zur Querschnittsfläche von dem Schädel, den wir hier sehen. Und dazu habe ich einfach mal den Kopf von meinem Bruder vermessen und der hat eine Fläche von 942 Quadratzentimetern. Jetzt habe ich eine Bildanalyse-Software genommen und dieses Flächenverhältnis rausgefunden und das sind ungefähr 11%. Das heißt, die Fläche der Sehnen sind ungefähr 0,01 Quadratmeter. Und um die Kraft auszurechnen, die jetzt nötig ist, um alle diese Sehnen abzureißen, da nutzen wir die Formel der Zugspannung. Die ist die nötige Kraft pro Fläche. Das stellen wir nach der Kraft F um. Und das ist jetzt also die Zugspannung und dafür setzen wir die Zugfestigkeit der Sehnen ein, multipliziert mit dieser Fläche der Sehnen. Und da kommt eine Kraft raus von 900.000 Newton. Und das entspricht einem Gewicht von 90.000 Kilogramm. Aber das Ganze kann man jetzt auch nochmal für den Muskel ausrechnen. Und Muskeln sind nicht so stabil wie Sehnen. Wenn man diese Rechnung nochmal für Muskeln macht, kommt raus, dass da schon 3.400 Newton reichen, um die Muskeln abzureißen. Und da sieht man, das ist lange nicht so viel wie für die Sehne.
Dazu kommt noch, dass die Muskeln und die Sehnen irgendwie so kreuz und quer um den Hals rumliegen und irgendwie abgefahren an dem Schädel festgemacht sind. Das heißt, der echte Wert wird irgendwo dazwischen liegen. Da sieht man, man kann es einfach nicht genau sagen, wie viel Kraft da nötig ist. Okay, Ferhat, so richtig einen Wert kriegen wir hier nicht raus. Aber ich sag mal, jede Kraft, an der mehr als zwei Nullen dranhängen, die sind mir in dem Bereich hier eh suspekt. Das heißt, hier müssen wir festhalten, das ist total unrealistisch. Und es gibt auch keine dokumentierten Fälle, in denen Menschen anderen Menschen den Kopf abgeschlagen haben. Zum Glück. Hier müssen wir also sagen, Mortal Kombat, das ist auch Quatsch. Was wir aber machen können ist, du kannst mir zeigen, wie man die maximale Kraft aus so einem Uppercut rausholt. Ne? Also wie muss ich das machen, damit da ordentlich Bums dahinter ist. Ja. Du instruierst mich jetzt. Okay, alles klar. Also ich schlag mal vor, schlag doch erstmal hier rein und dann gucken wir mal, wie du das so machst. Einfach so, wie ich es mir vorstelle von unten. Genau, du schlägst es einfach nur komplett rein, so wie du es hier richtig vorstellst. Auf drei geht's los. 3, 2, 1. Okay. Gucken wir mal, was du da hast. 30 steht da. Was sind das jetzt, Kilo, Newton? Ah, das spielt keine Rolle, das ist einfach nur ein Wert, der zeigt, wie krass du bist. Okay, alles klar. Okay, völlig unabhängige Skala. Ja. Okay, Ferhat, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie krass Sachen falsch gemacht. Was muss ich besser machen? Ich zeig's dir mal einmal, okay? Ja. Die meisten machen den Fehler, dass sie immer nur aus dem Arm schlagen. So. Ja. Und du musst dir jetzt einfach vorstellen, die gesamte Kraft kommt aus dem Boden, durch deine Hüfte, durch deinen Oberkörper und dann wird sie weitergeleitet auf deinen Arm. Das bedeutet also, du stehst hier ganz normal, drehst dann den Oberkörper rein und du siehst, das geht hier rüber und dann da schießt du dann raus am Ende. Okay, also Drehung ist wichtig, fester Stand, Füße, ist das genau? Genau, fester Stand hast du, steh ein bisschen breiter, ganz so. Genau, und dann kannst du richtig hier reindrehen ordentlich. Okay, fair, dann probier's noch ein zweites Mal. Mehr als 30 muss rauskommen, okay. Okay, also ich zähl wieder. Ja. 1, 2, 3. 37! Yay! Sehr gut. Sehr gut. Okay, Ferhat, ich glaube aber, dass du das noch wesentlich besser drauf hast. Lass uns mal schauen, wie das richtig aussehen muss. Wir wechseln mal und du zeigst uns allen mal, wie so ein Uppercut wirklich funktioniert und wie der aussehen muss. Okay, dann zähle ich runter. Ich habe ein bisschen Schiss. Alles gut. 3, 2, 1 und go! Was haben wir hier? 88! Oh mein Gott! Ferhat, holy shit! Yeah. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ihr den perfekten Mortal Kombat Style Uppercut hinkriegt, Ferhat, du hast ein eigenes Video dazu gemacht. Richtig. Das verlinke ich euch hier oben. Bleibt noch die Frage, wie realistisch sind eigentlich die Armprothesen von Jax Briggs? Und da muss man sagen, wenn wir die mit dem heutigen State of the Art vergleichen, würden ihm unsere Prothesen das Kämpfen wahrscheinlich eher schwerer machen. Die sind halt einfach viel zu filigran und zu zerbrechlich. Und das ist auch logisch, die sollen ja Menschen ihren normalen Alltag wieder ermöglichen. Und die sind halt nicht dafür gemacht, um irgendwelche Köpfe von irgendwelchen Hälsen abzuschlagen. Aber selbst wenn diese Prothesenteile jetzt unkaputtbar wären, dann sind sie am Ende immer noch irgendwo mit seinem Körper verbunden. Und diese Verbindungsstelle, die wäre die entscheidende Schwachstelle. Denn sämtliche Kräfte, die auf die Prothese übertragen werden, die übertragen sich auch auf seinen Körper. Und weil das menschliche Gewebe dann eben nicht so stabil ist wie unkaputtbare Prothesenteile, würde Jax Briggs beim Austeilen halt auch ordentlich einstecken und am Ende dabei seinen ganzen Körper kaputt machen. Also Fakt ist, das, was wir da bei Mortal Kombat sehen, das können unsere heutigen bionischen Prothesen auf jeden Fall nicht leisten. Und das sollen sie ja auch gar nicht. Da geht es ja wirklich um Filigranität, um Technik, die da verbaut ist. Und das finde ich auch super spannend daran, denn es ist super kompliziert, einen menschlichen Arm oder eine menschliche Hand nachzubauen. Wie krass das Ganze sein kann, das seht ihr in diesem Video hier. Das ist Johnny Metheny aus Florida. Der spielt hier mit seiner bionischen Prothese Klavier. Das ist das Nonplusultra, was es gerade auf dem Markt gibt. Und ich finde das super beeindruckend. Leute, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ist das Frühstück nicht wieder hochgekommen. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Danke geht raus an die Kampfsportschule Leipzig. Tina und Emma, die haben das so cool vorgemacht. Checkt die unbedingt aus. Links zu denen packe ich euch in die Infobox. Genauso wie die Links zu Ferhat. Der hat einen YouTube-Kanal, Boxing Arts heißt der. Da erfahrt ihr, wie ihr ordentlich zuhaut. Website gibt's auch, alles unten in der Box. Vergesst die auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Und die Glocke zu boxen. Dann können wir uns in 2 Wochen wiedersehen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Meine Affe, der Immobilie. Und los! Oh. Was ist denn hier heute los?